Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Wayworld. Wo waren wir denn? So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Ne? Genau. Okay, so. Wir bauen unser Haus um. Oh, das hier kann aber auch weg. Oder wir, also wir sind noch dabei. Wir sind noch nicht fertig. Aber ihr seht ja schon, wo es hingeht. Und ja. Genau, in die Richtung geht's halt. Und ich weiß noch nicht, ob ich das noch ein bisschen höher dann so spitz baue, aber glaube nicht. Warum geht das nicht? Nicht mit Bauwerk verbunden. Ah, okay. Komisch, aber ist so. Dann müssen wir leider Gottes... Ach doch. Hier eine Wand hochziehen. Damit es dann doch verbunden ist. Auf immer geht's. So. Ah, warte mal, wenn ich hier so ein Holzdach gebaut hätte, wäre das vielleicht eher gegangen, ne? So. Da, 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 da. Wow! Da habe ich nie aufgepasst, wo ich hinlaufe. So. So. Weil rein technisch gesehen hätte ich gesagt, ich will, wenn ich das jetzt hier sehe, auf jeden Fall noch einmal da hinten ranbauen. So. Ich finde auch oben diese Plattform gar nicht mal so verkehrt. Ob wir hier noch Wände reinziehen, weiß ich noch nicht. Erstmal machen wir hier eine fette Lagerhalle draus. So. Vielleicht bauen wir noch hier für die Eier. Obwohl, die Eier würde ich sogar dann nach oben bauen. Ich frage mich nur gerade... Wenn ich das abruppe, das wird jetzt... Okay, das machen wir jetzt einen Test. Was brauchen wir fürs Ei bauen? Brauchen wir was? Da. Wir brauchen 2 antike Bauteile. Das ist jetzt gerade nämlich unser größtes Problem. Dass wir nicht genug antike Bauteile haben. Wir kriegen 2 wieder. Und 2 brauchten wir. Oh, das klappt also. Weil... Ich baue Feuer an. Feuer an. Wir bauen unsere Eierbrut. Nee, die müssen wir unten, weil die muss ja an der Tonne. Das bedeutet, wir haben wir die Tonne schon? Nee, ne? Aber warte mal, erstmal, wir haben hier schon wieder einen Eintrag. Gucken, gucken, gucken. Ihn hier, ja. Sehr schön. Vor Urzeiten waren Azogs leichte Beute für fleischfressende Pearls. Ihre Unzufriedenheit mit der Gesamtsituation manifestierte sich in sengenden, heißen Flammen, die dann von Generation zu Generation weitergegeben wurden. Oh, okay. Ja, okay. So, Elektro ist oft nett zu einsamen Pearls, sobald sich einer davon aber... fälschlicherweise mehr ausmalt, klärt sie das Missverständnis mit einem gezierten Blitzschlag direkt wieder aus. Friendzone, könnte man so sagen. Oh Mann, 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 Mann. So, wir hatten doch eine Feuertonne hier. Die bräuchten wir vermutlich, damit unsere Pearls auch in der Nacht ordentlich... dann warm gehalten werden. Ich bin auch am überlegen, 2 Eibrutmaschinen reichen, glaube ich, erst einmal aus. Hätte ich jetzt gesagt. Die können wir dann
Die bauen wir hier rein. Und dann kommt hier noch eine Tonne rein. Oder? Ah, das passt nicht, ne? Das geht nicht auf. Ah, Mist. Da müssen wir, glaube ich, die Wände einreißen. Und dann die Eier stellen. Schwierig, schwierig, schwierig. Müssen wir dann mal gucken. Was machst du jetzt? Ich habe keine Ahnung, was er macht. Aber er hat die Pfannkuchen noch nicht fertig. Wie kannst du nur? Ich weiß gar nicht, wo du jetzt, warum du hier so rumrennst. So. Ich würde fast sogar sagen, wir machen hier einfach mal dicht. Oder? So, wir machen hier. Nee, da machen wir eine Tür rein. Aldoa. Dann kann man nämlich auch noch von hier rein. Das ist eigentlich gar nicht so verkehrt. So, dann. Oh, jetzt kriegen wir hier keine Wand hin, weil ich davon ausgehen muss. Warte mal. Sind das die Dächer, die das blockieren? Oder? Ah, okay, es sind auch die Schrägen. Alles blockiert. Okay. Na komm schon. Hä? Hallo. So, dann hoffe ich, dass das jetzt geht. Ohne große Probleme. Sehr gut. Sehr schön. So. Ja, Säulen wäre, also eine Säule wäre natürlich noch geil, die man nach oben ziehen kann. Die würde noch fetzen. So. Okay. Jetzt weiter überlegen. Okay, wir haben jetzt unser Haus ein wenig angepasst. Die Eier werden wir umsetzen. Definitiv. Die Frage ist nur, wohin? Oder ob wir hier einfach eine Brutecke bauen. Hier so hin. Das würde, glaube ich, auch gehen. Dann bauen wir hier die Brutecke hin. Wir bauen, sprich, wir bauen zwei Eier auf jeden Fall. Einmal hier und dann gucken wir, dass wir noch... Ich würde sagen, hier eins bauen. Sehr schön, danke euch. Die Perlen können wir schon mal rausnehmen wieder. So, das können wir erstmal lassen. Denn ich will jetzt mal unseren Pearl verstärken. Mal gucken, ob das geht. So. Muss ich nicht da... Da muss ich davor stehen? Ich muss davor... nein, oder? Wir müssen... Ich dachte, wir können dich jetzt hier so schön positionieren, damit du das siehst. Aber na dann. Musst du leider abgerissen werden. Und neu aufgebaut werden. Das tut mir wahnsinnig leid für euch. Ich hoffe, ihr unterstützt mich dabei ein wenig. Aber kann ja keiner riechen, dass sie uns angucken muss. Ach ja. Auf jeden Fall ist es gut, dass man die ganzen Rohstoffe wiederbekommt und nicht einen massiven Verlust hat. Danke euch! Hört's verstärken. So, wir fangen mal da an. Also, wir wollen ja unseren Grobi-Bobi erhöhen. Max Life ist schon mal gut. Ich würde dich erhöhen wollen. Angriff. Kleine Pearl-Seele verwenden, ja. Würde auch... Live verbessern wollen.
Und die Verteidigung. Da gehen wir mit allen mit. Mal gucken. So. Ah, okay, das multipliziert sich. Jetzt brauchen wir hier schon 4 dafür. Okay, verstehe, verstehe, verstehe. Dafür macht er jetzt 9% mehr Schaden, 9% erhöhte Verteidigung und 9% erhöhtes Life, was ich gut finde. So. Dann können wir nämlich auch hier, und das würde ich jetzt hier auch machen, zur Aufbewahrung. Was könnten wir hier für die Aufbewahrung hinbauen? Was nicht auffällig ist, wo sie hoffentlich nichts reinpacken. Das Wandregal, so ein Wandregal. Oh, wenn das hier hinpasst, bauen wir schnell mal ein Wandregal. Und da kommen dann unsere Pearl-Seelen rein, die wir jetzt nicht verwenden. Oh, du bist schon Level 8. Das ist ja nice. Danke. So, da kann man nämlich dich jetzt reinpacken. Ich glaube, wir brauchen wirklich 2 Feuerleutchen. So. Das können wir wieder ablegen. Die Waffen, die wir gerade nicht mehr brauchen, können wir nach da. Theoretisch könnten wir sie ja auch entsorgen, aber ich habe eigentlich nicht vor, sowas zu entsorgen. Die Medikamenten war sogar schon benutzt, ne? Ich überlege gerade wirklich, ob ich da noch eine Tür einbaue, aufmache, damit ich hier immer schön einen kurzen Weg habe. So. Wow, was ist mit dir passiert? Junge! Was machst du? Oh, helle. Halleluja. Kann es sein, dass hier nur 3 Mann ranpassen und er jetzt gar nicht mehr hacken kann? Nee, er kann nicht. Nee. Ach, er will transportieren. Hör auf, was zu wollen, was du nicht brauchst. Die sind... Glaub mir... Die können selber transportieren, wenn sie es brauchen. So. Ja, gucken. Ah ne, das konnten wir da reinpacken. Genau, und dann die Steine. Es nimmt langsam Gestalt an, dass wir mehr Steine machen. Achso, wir haben noch einen Flyer zu viel. Den können wir hier ablegen. Und ja, wir bauen da oben noch eine Tür rein, damit wir hier einfach runtersegeln können. Ich glaube, das ist... Ich glaube, das fetzt. So. Okay. So, dann hat man einen Flyer noch. Uah! Nee, komm mal weg, du passt nicht mal durch die Tür. Ah, ja, schön, 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 schön. Gut, dann brauchen wir noch eine Aufbewahrungstruhe. Ja, ich werde, wie gesagt, also der... Okay, da fehlen uns Nägel. Der eine Schrank, den wir drüben haben, den werden wir definitiv... Oder den Stützpunkt werden wir definitiv einruppen. Der war jetzt für den Start ziemlich nice. Aber, ja, können wir auch sein lassen, ne? Guck mal, so, dann gucken wir mal. Haben wir hier noch einen Huhn im Einsatz? Bitte nicht. Weil hier sind noch Eier. Okay, haben wir nicht, dann können wir die Eier schon mal machen lassen. Oder brauchen wir die für irgendwas Spezielles? Ne, ja. Für Kuchen. Dafür bräuchten wir aber Honig. Honig haben wir nicht. Dann Max Eier. Produziert die mal. Und ihr kriegt noch Pfannkuchen. So. Also wenn ihr das jetzt nicht als tolle Speise seht, weiß ich ja auch nicht. Was ich auf jeden Fall gesehen habe, ist... Beeren gehen zu Neige. Bin am Überlegen, ob ich ein Bärenfeld noch einstampfe.
400. Will die Hälfte haben. Ungefähr. Ja, machen wir 200 draus. So. Feuer frei. Reicht erstmal. Okay, ihr pennt. Jetzt gucken wir mal. Ein Bett hätten wir noch übrig. Das ist gut. Wir müssen ja aufsteigen. Das bedeutet für uns, wir gucken nochmal. Wegen der Verteidigung. Das sind alles normale Möbel. Da können wir natürlich bei uns einiges hinstellen. Einiges machen. Einfach so, damit es nach was aussieht. Dich würde ich noch packen. Ne? Wir brauchen also Nägel. Haben wir drüben noch Metall rumliegen? Mhm. Ah ja. Wenn ich einfach so ankomme, dann macht ihr einfach Sleepy Hollow da, wo ihr gerade steht. Okay. Mein Hauptproblem wird sein, das hier rüber zu schaffen. Weil wir haben hier sogar noch ein Metall drin. Waren sehr schön. Zement. Brechen wir ab. Und... machen Nägel. Würde ich das noch bauen? Dann ob wir damit, warte mal, ich habe doch wir sind da gerade mal 37 Kilo drüber. Das wirst du wohl doch schaffen zu tragen. Du schleppst so viel Gegenstände. Ist mir bewusst. Sogar mehr, als euch vielleicht bewusst ist. So. Guck mal, wir haben... oh ja, gut, Zement wiegt natürlich ein bisschen was, ne? Klar. Ist logisch. So, Knochen. Das da mit rein. Nein. So, dann gehen wir noch mal rüber. Wie gesagt, nach ein Stück, sobald der andere Stützpunkt für uns nicht mehr relevant wird, also er hier, werden wir anfangen, ihn abzurupfen und alles woanders hinzuschieben. So. Okay. Okay. So, jetzt haben wir Nägel bekommen. Dich brauchen wir ja auch nicht. Ja, dich könnten wir noch gebrauchen. So. Wir tragen schon wieder zu viel. Was tragen wir denn jetzt schon? Ein bisschen Holz. Jetzt mal ernsthaft. Jetzt haben wir ein bisschen Holz zu viel. So. Aber die Nägel brauche ich eigentlich, ne? Für drüben. Was wiegt denn hier noch viel? Okay, dann nehmen wir halt nur die Hälfte davon mit. Dann nehmen wir dich noch. Mit dich. Davon auch die Hälfte. Davon nochmal die Hälfte. So. Entschuldigung. So. Wo willst du hin?
Ach, du machst die Feuer an. Okay. Jetzt am Tag? Warum? Also hier oben würde ich es ja noch verstehen. So, jetzt gucken wir nochmal. Dann packen wir dich einfach mal nach da. Wo wollten wir? Wir wollten doch jetzt irgendwo einen Schrank bauen. Ich weiß noch nicht mehr wo. Hier? Dass wir da die Eier drin lagern können? Aber da müssen wir die Decke einstampfen, ne? Und dann müssen wir... Achso, das wollte ich ja auch noch bauen. Ja, da fallen Metallbahnen jetzt. Aber... Das könnten wir eigentlich machen. So, da kommen dann die Eier rein. Da kommen dann die Eier rein. Ja gut, eine Decke brauche ich nicht zwangsweise da drin. Stimmt schon. So, wenn ich Eier hätte, habe ich ja nicht. So, dann bringen wir erstmal jetzt den Rest weg. Pappnägel, okay, perfekt. So. Haben wir. Dann wollten wir ja das hier noch bauen. Wenn uns die Metallbahn, das bedeutet, wir müssen mal Metall organisieren. Wieder mal. Spitzhacke, ist okay. Ba, ba, ba. So. So. Da ist wieder ein Doppelter. Den können wir dann nachher mal bearbeiten. Wir brauchen ganz schön Metall wieder. Wie gesagt, der nächste Stützpunkt, den wir bauen, da müssen halt Metall. Da müssen wir dann die Leute einsetzen, die wirklich Bergbau haben. Und Nahrungsmittel würde ich fast erstmal, deswegen, wenn wir das erstmal so lassen, unseren einen Stützpunkt, dann bauen wir dann einen rudimentären Stützpunkt erstmal auf, der nicht viel hat. Der braucht halt ja, eine Nahrung, also der braucht halt hier so einen Fresskorb, da können wir dann irgendwas reinpacken. Wenn ich das lese, 100 Spiegeleier wurden gerade einfach mal so fertiggestellt. Wir könnten dann natürlich Hühnchen laufen lassen. Und ja, das würde ja theoretisch gehen. Was ist mit dir los? Du rennst auch immer viel rum, ne? So. Die Geräusche hier sind manchmal so crazy. Oh, 40. Ah, 40 Barren pro Gang, ne? Das lohnt sich schon. Und hier hatten wir so einen doppelten wieder. Die hier. Ja, da ging der Anfang jetzt schnell und dann jetzt macht's wieder bam, bam, bam langsam. So.
Hier will ich... Ah, oder bauen wir hier... Nee, der ist zu nah an unserem Stützpunkt. Der andere ist schon besser. Da war auch kein Port in der Nähe. Was ich als sehr gut empfinde, denn so haben wir an einer... Och nö, jetzt ist mein Werkzeug kaputt. Denn so haben wir an einer Stelle tatsächlich einen Port, den wir vorher so nie nicht hatten dann. Achtzehn hast du schon mal fertig. Ist doch immerhin was. Achso, die können wir jetzt hier gar nicht reinpacken. Dann packen wir euch da rein. Euch packen wir da rein. Wo haben wir die anderen hingepackt? Da. Packen wir euch rein. Euch können wir verkaufen. Medizin. Packen wir erstmal hier in den Pearl-Schrank. In den Eierschrank. So. Oh, die sind ausgebrütet. Die haben eine Stunde gebrütet. Schauen wir mal, was rauskommt. Okay, dich kennen wir doch schon. Ah. Okay, gleich zwei von denen. Mal gucken, ob die was taugen. Nicht. Drachentöter. Wo haben wir sie denn? Da. Einen haben wir. Aber wir haben noch gar nicht so viele. Oh. Okay, aber der hier ist einfach Stulle wegen ungeschickt. Ungeschickte Leute brauchen wir nicht. So. Okay. Haben wir das auch. Er produziert noch ordentlich. So, theoretisch können wir das ja auch mal woanders hinpacken, weil das ja nichts ist, was dementsprechend produziert in dem Sinne, sondern das ist ja ein Rohstoff, der produziert wurde. Dann packen wir das mal hier hin, dann kann hier keiner mehr Steine reinpacken. Und euch reiß ich ein. Ja, toll. Da, aber da packen sie Steine rein. Natürlich. Wo auch sonst? Nee, ja. Doch, ja, passt schon. So, du. Ich. Oh, Mann. Eigentlich ist das auch was, etwas, was produziert wurde. Haben wir hier. Dann packen wir dich auch mal nach hier drüben. So. Das sind Produktionswaren. Dann können wir auch euch rüberpacken. Ich hoffe, ihr meckert nicht wieder rum. Euch Samen. Anscheinend kann man noch Salat später anbauen. Finde ich nämlich auch sehr spannend. Dann noch Salat anzubauen. So. Es tut mir leid, dass ich dich wegen einem Barren da jetzt weggeholt habe. Danke dir. Ach nee, die Barren kommen hier drüben. So, nee. Ein weiter. Da rein. Okay. So, was wollten wir bauen? Die Kiste. Können wir bauen? Oh, perfekt. Wo bauen wir dich hin? Dich können wir hier reinpacken, hätte ich jetzt gesagt. So, hier, guck mal. Schön in die Ecke hier. Ja, für eine Minute Bauzeit.
Das ist halt so schön, ne? Die machen halt Handwerk und sprudeln, machen Eis. Deswegen, wir können hier auch eine Kühlbox dann noch aufbauen. Das machen wir auf jeden Fall auch noch. Die Frage, die sich mir bei einer Kühlbox, die Lebensmittel halten länger. Nehmen die Tiere sie auch aus? Also ich habe das Gefühl, sie nehmen sie auch aus der Kühlbox. Dann würde ich doch eine Kühlbox hinstellen wollen, oder? Hm. Mal schauen. Mal Logi-Logi machen. Perfekt. Danke dir. So, wir können noch mal nachlesen, was macht die Kühlbox. Nope. Ist nicht in Nahrung vorhanden. Ist in Aufbewahrung. Also, Aufbewahrung. So. Ein kleiner Vorratsbehälter für Lebensmittel. Weise einen Eispöl zu, um den Inhalt länger frisch zu halten. Ja. Weiß nicht. Gebt mal her. Ich helfe euch nochmal hier. Aber ihr kommt so lang. Also so langsam kommt zumindest dieser Teil des Stützpunktes. Wo sind die anderen hin? Entschuldigung. Nein. Absteigen. Jetzt machst du auch hier, ja. Wo habe ich... Achso, die habe ich da reingepackt. Ja, das können wir natürlich jetzt erstmal nehmen. Und... Bap, bap, bap. Und auch dich. Erstmal damit reinpacken. So. Wie gesagt, bei der Kühlbox bin ich mir noch total unsicher. Wie wir das machen. So, dann würde ich jetzt vorschlagen, wir gehen auf die Jagd. Ich weiß auch schon, in welche Region. Aber den hier hole ich mir vorher noch. Nein. Oh, doch noch getroffen. Aua. So, und dann gehen wir mal los. Wir gehen. Achso, wir können uns ja die mehr Muskeln als Verstand. Nee, okay, den nicht. Aber mehr Muskeln als Verstand könnte eventuell was für uns sein. Jupp. So. Die können wir zum Beispiel verkaufen. Wir gehen trotzdem. Wie viel haben wir denn? Wir haben genug Sphären. Dann gehen wir wieder jagen. Ich will halt hier hinten noch, dieses Stück noch, da wo ich den Stützpunkt bauen will, will ich noch erforschen. Eier klauen. Also Eier klauen ist gut. Eier einsammeln. Bam, bam, bam. Dann. Komm her. Haben wir. So.
Ah, jetzt werden wir wohl da hinkommen. Bären, okay. Da kriegen wir... Also wir kriegen zum Beispiel aus den Entchen Pearlsaft raus. Okay. Auch wenn wir dafür nicht... Oh, die haben wir noch nicht. Davon haben wir noch gar nicht 10. Ich dachte, wir haben das schon von 10. Nein. Bleibst du mal stehen? Danke. Wirklich. Da liegt. Ist das ein normales Teil? Ja. Okay, von euch haben wir jetzt auch 10. Tut mir leid. Das ist ein Ei. Ei, 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 was sehe ich da? Da oben könnte auch wieder ein Ei sein. So. Und da ist doch auch wieder ein Ei. Wie gesagt, da... Oh, da ist auch... Definitiv, ja. Sehr schön. Da auch. Das bedeutet, kommen wir da hin. Und dann von da nach da drüben. Sollte aber klappen, ne? Die Gegend ist schon schön, kann man sagen, was man will. Was leuchtet da hinten so rot? Seht ihr das? Ist das auch ein Ei? Oder was ist das? Das ist doch auch ein Ei, oder? So ein Feuerei. Schön. Aus dem Feuerei haben wir den, unser neues Feuer-Pokémon, Feuer-Pearl, sag ich schon, Pokémon, mein, unser neues bekommen. Sehr schön. So, Foxpacks haben wir, Elektro haben wir, ich glaube zumindest, dass wir die haben. Los, 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 du schaffst das. So. Kurz Power holen. Dann wollen wir da rüber. Noch ein Ei. Nicht in der Luft schweben. Obwohl, wenn wir in der Luft schweben, verbrauchen wir dann... Okay, wenn wir höher machen, verbrauchen wir mehr Ausdauer. Also ist es gut, wenn wir... aus der Höhe schon mal starten. Hallo? Uff. Ein grünes Ei, sehr schön. So, was mich jetzt natürlich noch ein bisschen... Also wir wollten einmal hier noch mal erkunden, ne?
Nee, hier hatten wir doch alles erkundet, oder? Waren wir da hinten drauf? Wir waren auf ihm hier. Da ist noch eine Insel. Das ist jetzt die hier, wo wir sind. Und dann gibt es hier noch irgendwie eine Insel. Okay. Gut, aber da wollen wir ja eigentlich erstmal nicht hin. Ich will eigentlich nach da drüben, wo wir... Da oben zu diesem Tower. Der sagt mir gar nichts. Also in die Richtung wollen wir. Da gibt es nämlich auch noch ein Lager der Bösen. Und die können wir uns natürlich auch holen. Mal gucken, ob wir da hinten irgendwas treffen. Ja gut, okay, ging nicht ganz hin. Hat nicht ganz geklappt. Aber mir war so, als wenn hier unten auch noch... Ah, da war doch noch ein Ei. Sehr schön. Da hinten ist auch noch eins. Ein rosa Ei. Wo ist jetzt da? So. Müssen wir leider wieder hoch. Da, 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 da. So, hier ist wieder ein Lager. Die habt doch bestimmt wieder jemand gefangen genommen. Bin mir doch sowas von sicher. Das wäre natürlich was, wenn ich Wilderer fangen könnte. Ah, dich haben sie wieder hier gefangen. Hungrig? Haben wir nichts zu essen? Doch, wir haben noch was zu essen. Okay, jetzt ist er. Okay, okay, okay. Oh, haben wir noch einen von euch? Oh, das fetzt. Ihr seid nämlich Bergbauer. Freut mich. Sehr schön. Haben wir zwei davon. Irgendwas Schönes dabei? Hochwertiges Zeug. Ja, das war's eigentlich, ne? Oh. Gut, ich würde auch sagen, wir machen an der Stelle dann für heute hier Feierabend und machen dann beim nächsten Mal weiter. Daher danke fürs Zusehen und Schüttelü!